Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe mit Need for Speed Hot Pursuit 2 auf dem PS2 Emulator. Und wir starten jetzt das nächste und damit auch letzte große Turnier in dieser Meisterschaft vom Superrennen. Und zwar müssen wir jetzt 7 Rennen durchstehen mit dem McLaren F1. Das wird nicht so leicht, aber wir geben unser Bestes. 7 Turniere, 7 Rennen haben wir jetzt zusammen. Das heißt, wenn ich hier die ersten 5 Rennen hier mit jeweils 10 Punkten, also immer Erster werde, bestimmte Rennen schaffe, dann ist der Rest auch kein Problem mehr. Und wir fahren 3 Runden auf dieser. Also immer 3 Runden wird das wieder ein langes Turnier werden. Ich denke mal, die ersten 3 Turniere oder ersten 4, je nachdem, wie es hier gerade abgeht, werden wir hier auf jeden Fall in dieser Episode bestreiten. Leicht wird es nicht, die sind ja echt fix unterwegs, die Jungs. Ihr seht ja gerade, die sind echt krass schnell hier. Ich bin mal gespannt, wie wir uns hier anstellen werden. Erst weiß ich, dass ich da vorne durcharbeiten. Da sind wir schon mal Dritter. Und wir dürfen endlich wieder ein schön schnelles Auto am Arsch haben. Weil die anderen waren ja auch schon recht schnell, aber hier so ein McLaren, Alter, der ist schon eine ganz andere Geschichte hier. Ich werde jetzt so viel Abkürzung fahren. Dass wir nur Erster werden. Ihr seht, der Typ ist doch schon ganz schön fix unterwegs. Den noch kriege, ey. Ist ja Wahnsinn, ey. Das wird schwer. Das weiß ich jetzt schon. Der ist... Alter Falter. Komm schon. Komm schon, lass mich erster werden. Du hast einen neuen Rundenrekord erzielt. Das wundert mich nicht. Alter Falter. Boah, das wird heftig, Alter. Nein, nicht dagegen fahren. Alter Falter. Das ist zwar bloß 3 Runden pro Rennen hier, aber das rechnet aus. Gerade bei den großen Rennen rechnet aus, da bist du schon 10 Minuten unterwegs, wenn du da 3 Minuten pro Runde fahren musst, ey. Hier geht's ja noch. Ich denke, das ist noch clean. Aber denk mal, dass wir hier ruhig die ersten 4 Rennen fahren können. Und wir haben doch einen relativ guten Vorsprung. Hier werden wir jetzt auf jeden Fall öfter mal ein Selbstwert setzen. So schnell, wie die gerade unterwegs sind. Alter Falter. Da könnte ich im letzten Moment kurz vor Zick noch mal überholt werden. Dann kriegen die locker fertig hier. Sicher können wir jetzt hier wieder einen neuen Rekord einfahren. Der Wagen ist ja wirklich eher der schnellste im ganzen Spiel hier. Da halt schon, wenn da so diese eine rauskommt. Alter. Rundenrekord. 360 Klamotten die Stunde. Alter. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Lecky ist wieder da. Aber unser Freund aus Afrika. Richte dich hier mit uns an. Ich bin froh, also, weil wir hinter uns haben. Ich bin froh, weil hier drin, weil wir jetzt erster bestreiten werden. Das ist jetzt echt schon ganz schön fix, Alter. Meine Fresse, wie übel. Jetzt kommt Freude. Noch. Ob die mir das anhält. Ich werde mal hier wieder ein Safe-Stat setzen. Weil ich weiß ja nie. Oh,
macht man das richtig schön Laune jetzt hier mit so einem Wagen, mit so einem schnellen Wagen mal wieder durch die Gegend zu fahren. Das hat schon richtig vermisst, ey. Mit 10 Level mit 360 Klamotten Richtung Ziel, ey. Das ist, oh, so macht das richtig viel Spaß, ey. Und hier aufpassen, dass wir das nicht überholen. Aber ich denke mal, das werden wir schaffen. Ja. Du hast gewonnen! Alter Falter, sind die schnell unterwegs. Das wird auf jeden Fall noch richtig lustig hier. Du führst das Turnier. Also 4 Punkte weniger kriegt der Zweitplatzierte immer, okay, als wir. Und damit hätten wir das erste Rennen von 7 geschafft. Ich denke mal, die ersten 4 in dieser Episode kriegen wir backen. Die letzten 3 machen wir dann in der nächsten Episode. Dann haben wir auch endlich mal die ganzen scheiß Turniere hinter uns. Wir nehmen uns immer mehr dem Ziel. Oder wir nehmen uns immer mehr dem Ziel, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und diese Strecke sollten wir eigentlich hoffentlich ohne Probleme durchstehen. Weil wir haben ja kurze Abkürzungen hier, wie man sieht. Kennen wir ja nur schon inzwischen. Wir sind ja schon die 4000 Meilen lang gefahren. Aber trotzdem, der kleinste Fahrfehler könnte hier auf jeden Fall die Niederlage bedeuten. Und wie gesagt, ich möchte mindestens in den ersten 5 Rennen die Punkte mitnehmen. 50 Punkte, damit können wir die Ganze ein bisschen entspannt angehen lassen. Aber noch mehr jetzt unter Druck und möchte hier auf jeden Fall Erster werden. Weil ich will nicht meine Energie bereits jetzt schon am Anfang vergeuden. Wenn ich das hier als Dritter oder Vierter schon über Ziel fahre und dann am Ende nochmal richtig ordentlich Druck machen muss, um Erster zu werden. Ich will jetzt am Ende relaxed fahren. Einfach indem wir wissen, dass ich dann sowieso gewonnen habe. Aber dazu müssen wir erstmal, wie gesagt, die ersten 5 Rennen mindestens als Erster bestehen, um ganz sicher zu gehen, dass wir hier wirklich das Turnier gewinnen können. Und zum Glück haben wir jetzt keine Bullen hier im Weg, das hätten wir jetzt auch geführt, ey. Ich habe immer Angst, wenn ich bremse oder so, dass sie mich gleich wieder überholen, ey. Irgendwie scheint hier mit voller Geschwindigkeit nicht hochzukommen, ey. Da ist er wieder ran. Der hinter uns. Eigentlich ist ja jeder hinter uns, der ran ist. Das ist ein Quatsch, was ich dafür aushalten, wie ich tätig hier. Also ich sehe, das kommt davon, Alter. Ich will schon, warum ich bremse, du Vogel, Alter. Nochmal das Ziel, da haben wir schon mal die erste Runde geschafft. So, das war die erste Runde und ich steuere gerade um Schnell. Du hast einen neuen Rundenrekord erzielt. Ich glaube, es wird nicht mehr geschafft. Mein Rundenrekord, der ist auch kein Wunder. Oh nein, nein, nein. Du hast einen neuen Rundenrekord erzielt. Weil ich will jetzt den Kingstein mit, kannst du vergessen. Alter, was soll denn bitte? Du hast einen neuen Rundenrekord erzielt. Du hast einen neuen Rundenrekord erzielt. Ja, wie oft willst du mir jetzt noch sagen? Alter, Alter. So, damit ich den nochmal hören muss. Oder ihr. Machen wir erstmal aus. ...2.23. Oh, schon gute Zeit hier vorher liegt hier. Was habe ich hier lang? Oh, wow, wow. Alter Vater, die Karre ist echt der Hammer, ey. Aber wie gesagt, auf den... übernächsten Part mit dem Mercedes 2K GTR wird schon sehr spannend. Wie ich mich da schlagen werde. Da habe ich damals richtig Probleme gehabt. Ich habe geflucht wie ein Kesselflicker. Also so wie heute nur halt noch schlimmer, ne? Alter, Vater, da bin ich da ab. Ja. Da waren die aber echt fix unterwegs, die Jungs.
Aber vielleicht schlägt mich ja diesmal ein bisschen besser an als damals. Aber ich weiß, dass ich den Trend ja hasst habe. Wie ein. Wie geht's weiter, Alter, ehrlich? Da habe ich jetzt beide in die Bombe geknackt. Naja, komm, wir haben noch eine Runde. Und jetzt können wir locker überholen. Alter, die fahren hier wie die. Also manchmal ist es wohl doch besser, wenn man versucht, ein bisschen auf die Bremse zu treten. Ich muss mich gerade ganz schön konzentrieren, damit es hier nicht schief geht. Na klar! Ich konnte jetzt gerade neu starten muss, ey. Eigentlich dachte ich gerade, ich kann eine neue Zeit einfahren, aber jetzt habe ich da auch die höhere Schiefe gelaufen hier. Schade eigentlich. Das darf jetzt in der letzten Runde nicht passieren. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht schon vorher Energie verschwenden. Wird man jetzt zum Schluss am Ende. Ja. Da können wir uns dann schön entspannt fahren. Oh, ist mir ja, ob die erste oder zweite Reihe ist mir völlig glatte. So, ein Speicher gehen wir zwischen. Das Ganze ist für mich auch etwas entspannter, weil ich hier Self-Stats nutzen kann. Bei der PS2 direkt hinter der Linie natürlich nicht, weil da musst du, also wie gesagt, immer wieder von vorne anfangen, wenn es schief geht. Das sind Sachen, die kann ich absolut nicht haben, wenn ich immer wieder irgendwo von vorne anfangen muss. Da werde ich zur rasenden Wildsau. Was hätten wir noch das zweite Rennen bald geschafft? Warum? Tunnelpark auch nochmal eben mal zwischenspeichern. Nur für alle Fälle, man weiß ja nie. Jetzt haben wir gleich geschafft. Ich hoffe, das bleibt noch dabei, dass wir erster bleiben. Natürlich im letzten Moment irgendwie überholt werden. Aber dass ich gegen Baum knalle. Nö, wir haben es geschafft. Der Sieg 30 Punkte. Dir. Wie sieht's aus? Wie viel Punkte hat jetzt der nächste hinter uns? Ja, der müsste 12 haben. Du führst das Turnier an. Ach, das war der zweite Ring. Da gab's also einen Positionswechsel. Was hätte der jetzt nicht bloß 8 Punkte gehabt? Okay. Aber können uns ja sein, wir fahren Rennen Nummer 3 in diesem Turnier. Das vorletzte dieser Episode. Das vierte fahren wir auch noch. Aber 9, also wir haben 11 Punkte Vorsprung. Das sieht doch schon mal gut aus. Und wir können hier wieder in die Gebietsabkürzungen fahren. Und dann wäre nochmal eine. Wieder eine. Wir haben jetzt schon mal die zweite Abkürzung. Da kommt hier vorne jetzt Nummer 3.
erst bremsen. Dann war Zweck oben in die Dach geknallt. Bei den Dachbalken da. Nochmal die dritte Abkürzung, da kommt dann vorne wieder die nächste, dann schon Nummer 4. Durchzufahren. Da passiert nur so eine Scheiße hier. Ja, war schon mal die vierte Abkürzung. Das ist hier bei dieser Strecke immer sehr, sehr positiv, um hier eine etwas längere Position zu halten, wenn man hier gewinnen möchte. Da fahren wir jetzt die fünfte. Ja, wir sind in der Strecke, so viel Abkürzung in der Strecke, Alter, Hammer. Ja, ob da jetzt eine Abkürzung ist, wird er nicht. Mann! Ist das was? Oh, wir haben Besuch. Wir haben Besuch. Der ist direkt fast schon neben uns, ey. Warte, du direkt neben uns oder fast neben uns? Krischer, scheint nicht. Jetzt haben wir unsere Position leider verloren. Also wir haben noch 2 Runden vor uns. Deswegen ist es nicht so schlimm. Aber das geht wohin, kleiner Penner. Oh oh, oh oh, nein, 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 nein. Oh, ich dachte schon, ich jetzt das von lieber raus. Alter Falter, war das knapp. Ah, die gibt's doch ja nicht! Das ist eine silberne Affe, die ist sofort von dermaßen schnell, das gibt's doch ja nicht, ey. Ist das schon wieder ran? Alter Falter, ich werde jetzt garantiert keine Punkte verschenken, Freundchen. Nicht, nee, nee, nee. 2 Rennen muss ich mindestens noch Erster werden. Dann sitzt hier im 3. Rennen, im 4., 5. Ja, und die letzten Weg können wir da ruhig angehen. Oh nein, was soll denn bitte? Mann ey! Boah Junge, ey, das gibt's doch ja nicht! Bitte wetten, dass er mich da wieder überholt hier. So. Jetzt speichert hier ab. Genau, genau deswegen. Er setzt unsere Playstation jetzt, die Arschkarte ab. Ey, das ist ein Kotzen sowas. Achso, ihr wollt jetzt doch eigentlich den Lamborghini anklicken. Scheiße, hab ich total vergessen, ey. Dass wir den freigeschaltet haben. Mann. Dritte Runde. Thank you.
Perfekt. Wir können wieder ein bisschen Vorsprung ausbauen, aber leider wird er nicht lange halten. Also diesmal die Kurve relativ gut gekriegt, nicht schlecht. Und der war auch super. Das muss er gleich mal festhalten. Und das dritte Rennen haben wir hier erfolgreich bestritten. Wie es aussieht, aber wollen noch nicht den Tag voll Abend, wo die sind so schon hässlich war. Oder irgendwie so ähnlich. Aber nicht den. Naja, doch, war schon richtig. Noch kann ich hier ordentlich schief gehen. Aber ich hoffe und glaube, dass wir auch hier als erster über die Ziellinie donnern werden. Ja, auf jeden Fall. Jawohl! Der Sieger! Hui! Das ist schon sehr anstrengend, muss ich echt zugeben. Du führst das Turnier an. Was haben wir jetzt? 13, also denk mal. 13:30, das sind 17 Punkte Vorsprung, Alter. Es wird langsam, es wird. Ich sag's ja, wenn wir jetzt den nächsten Rennen ohne als erster fahren, haben wir den Ding auf jeden Fall in der Tasche. Da einfach die absolute Sicherheit haben, dass wir hier auf jeden Fall gewinnen. Ist aber jetzt klar. Und wir sind wieder auf einer Strecke unterwegs, mit der wir ja, die Autos wieder schön an ihre Grenzen bringen können, was die Höchstgeschwindigkeit betrifft. Sprich, wir haben eine Highspeed-Strecke auch noch am Arsch. Nein, ich fahre jetzt nicht lang. Ich habe schon so mal diesen Dorf da. Geht um den Sack. Ich fahre lieber hier. 50 kommt da mal, wenn wir das jetzt erst mal schaffen. Logischerweise. Wir werden ja erst kämpfen haben, wie aussieht. Ist er wieder vorbeigezogen, der Affe? Ich glaube, hier wird es wieder ein bisschen anstrengender als im letzten Rennen. War ja doch schon recht knifflig da, also. Ja. Hau ab. Du hast auch was um dich zu werden. Ganz entspannt und easy, ne? Schaffst du. Versauen wir jetzt nicht den Sprung, du Ochse hinter mir, Alter. Dein Leck ist aber richtig sauer. 273 Klamotten über hier rüber springen. Das hat schon was. Wow. Der Freund ist hartnäckig. Muss man ihn lassen. Ah, damit haben wir gerade die erste Runde geschafft. Ja, die Tod beim Mercedes CK GTR Rennen. In der nächsten Episode. Du hast einen neuen Rundenrekord erzielt. Den Typen der noch hartnäckiger. Ich glaube, da kennst du Fahrfehler und die sind vorbei. Prozessor ist angetippt und der Wagen fuhr super rum, Alter, nicht schlecht. Also nur in dem Fall kann man ruhig auf die Handbremse benutzen. Von dem Wagen jetzt auf dieser Strecke. Also fährt er jetzt nicht sehr viel gebracht. Matrus hat uns ja heute mit der richtigen Geschwindigkeit über den Steg hier zu fahren. Boah, zuckt mir die Nase hier, aber trotzdem wollen wir kurz nochmal abspeichern. Kurze Sicherheit. Zwei Minuten sechs. Das ist das vierte Rennen, wenn ich irre.
Die letzten drei fahren wir dann in der nächsten Episode. Ja, der ist ganz schön bedrängend hier gerade. Das ist schon fast schon sexuelle Belästigung, wenn der da fährt. Mich dürfen übrigens nur schöne Frauen sexuell belästigen, nur mal zur Info, ja. Und Nika ist nicht Rekord. Und da 2 Minuten mit dem Wagen gefahren, nur nicht schlecht. Mit dieser Strecke. Boah, was? Ah, zu langsam. Wir sind zu langsam. So, mal Zeit, noch ein Selbstwert hier zu setzen. Natürlich die volle Punktzahl haben wir. Das schreibt hier, ist ja klar. Oh Mann! Ach, komm schon, das gibt's doch ja nicht, Alter! Okay, hier sind wir Erster, das lassen wir auch so. Du verdirbst meine Siegesserie hier nicht. Super, hallo. Fast am Ziel. Ich will die volle Punktzahl haben, du Arsch. Springen wir hier mal. Mit der Luft. Spann dich jetzt mal ab. Nur noch eine Kurve trennt uns von der Ziellinie. Jetzt wird mal spannend, ob wir es schaffen, Erster zu werden. Aber es sieht gut aus. Jawohl! Du hast gewonnen. Yes! Auf jeden, Alter. Du führst das Turnier an. Fantastisch. So, machen wir nächstes Rennen. Aber starten wir jetzt noch nicht, machen wir im nächsten Part. Eine Strecke müssen wir jetzt noch Erster werden und dann haben wir es geschafft. Ist das Turnier unsert. Wo fahren wir denn als nächstes? Wo fahren wir an in der nächsten Episode? Alles klar, ich weiß Bescheid. Ja, ist er jetzt gespeichert. Und jetzt schauen wir uns mal kurz noch am Ende dieser Episode hier. Ja, Quatsch, super, war richtig Herausforderung an. Mal hier den Wagen, den wir freigeschaltet haben. Und zwar haben wir hier McLaren F1 Limited. Der haben wir schon CLK GTR. Hier ist die Need for Speed. Was haben wir gesagt? Der, Ferrari 15, okay, Diablo 6.0, okay. Und der Mosellago. Was hast du hier? 330 plus. Oh, der scheint richtig gut abzugehen. Porsche F-Turbo. Was hat der hier? Auch 305 plus. Ja, gut. Wie man sieht, ich verbrauche jetzt auch an Punkte. Wir haben 3 Millionen Punkte. Achso, ein K.O.-Rennen. Ein Spielerin vorgeschrieben. Ein Einzelrennen, ein Spieler ist auch ein Superrennen. Okay. So, ein anderer, okay, dann muss ich Wagen freischalten. Und hier kommen noch die. Nee, also wir müssen noch einige Quests erfüllen, sozusagen. 32 und jetzt kommen hier, glaube ich, die Punkte. 3.500.000. Dann haben wir hier 4 Millionen. 5 Millionen. Und 4.500.000. Alter, wir müssen auf jeden Fall noch ordentlich was reißen hier. Aber, das machen wir alles in den nächsten Episoden. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch die Turnier weiterführen. Ne? Dann werden wir den 29. Dings machen. Und wenn wir die geschafft haben, werden wir, bevor wir uns hier zum Weltmeisterschaft-Dingens ran tasten, noch einige Autos freischalten für den Superrennmodus, damit ich das schon mal im Voraus fertig habe. Damit ich am Ende
der Weltmeisterschaft ganz in Ruhe auf einige neue Rundenrekorde für die National Forest Strecke freuen kann. Ne, und wir können jetzt noch ganz am Ende machen. Hier kommt dann sowieso noch eine Event 31. Ne, da können wir auch noch ein paar extra Punkte einsammeln. Aber die hier bei den beiden 31. Oder 31, jetzt war ich schon der Drachenlord hier. Aber hier bei den Events 31, bei beiden Meisterschaften, ja, die möchte ich halt jetzt am Ende fahren und dann soll der Let's Play auch beendet sein. Aber ich möchte zumindest noch vorher alle Autos freischalten und von daher sind wir noch ein bisschen beschäftigt. Im nächsten Part, wie gesagt, geht's weiter mit dem Event 27. Dann folgt, wie gesagt, die 28 und dann jetzt wird es erstmal wieder ein bisschen entspannter. Dann fahren wir nämlich ein paar Punkte zusammen. Und ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Ich freue mich schon drauf und falls euch gefallen hat, ihr wisst ja, Like da lassen, wenn nicht, dann das Recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Macht's gut und tschüss.